13. Lineare Funktion A. Ein Einfamilienhaus muss für Strom monatlich einen Grundpreis von 120 Euro sowie für jede verbrauchte Kilowattstunde 40 Cent bezahlen. In April wurden 250 Kilowattstunden verbraucht. Wie hoch war der Stromverbrauch? Die Stromrechnung im Mai waren 240 Euro. Wie viele Kilowattstunden wurden verbraucht? A. Ein Einfamilienhaus muss für Strom monatlich einen Grundpreis von 120 Euro sowie für jede verbrauchte Kilowattstunde 40 Cent bezahlen. Im April wurden 250 Kilowattstunden verbraucht. Wie hoch war die Stromrechnung? Die Stromrechnung im Mai waren 240 Euro. Wie viele Kilowattstunden wurden verbraucht? So, das Thema heißt lineare Funktionen. Wie heißt die lineare Funktion, die den Preis beschreibt? Also plus C ist 120. Gut, also das heißt, wir haben erstmal eine Funktion y gleich mx plus c. So, und was war das c jetzt nochmal? C ist 120. So, was ist das m? M ist 0,4. Ja, da kann man ein bisschen deutlicher sagen, aber es stimmt. So, und jetzt ist x ist was und y ist was? Das sollten wir auch noch hinschreiben. X also ist, x ist, der, ist diese Anzahl, nein, die Anzahl. Das hat was mit Kilowattstunden zu tun. Der Stunde? Der, ja, also das der ist hundertprozentig falsch, ist es nicht. Aber Anzahl von was? Der verbrauchten, nein, der verbrauchten Kilowattstunden. Also x ist die Anzahl der verbrauchten Kilowattstunden. Ja, dann lohnt das hier. Ja? Deswegen, das hier ist ja der Preis pro Kilowattstunde. Also ist x die Anzahl der verbrauchten Kilowattstunden. Was ist y? Y ist ja die Tage. Nein, y ist der Preis, den ich bezahlen muss. Also das, diese 240 Euro. Man hätte das auch sehen können. Hier im April steht dran, wir haben 250 Kilowattstunden gegeben. Also ist das vielleicht das x, vielleicht das y. Jetzt haben wir das schon. Also muss das x, y der Preis sein. Und was, ist auch klar? Was sind dann die Tage? Die Tage sind völlig uninteressant. Der April hat immer 30 Tage. Völlig egal, wie viel Strom man verbraucht. Gut. Also, das heißt, das ist der Preis, der bezahlt werden muss. Der Preis, der bezahlt werden muss. So, jetzt möchte ich wissen, im April haben wir 250 Kilowattstunden verbraucht. Wie hoch war der Strompreis? Also sind auf jeden Fall minus 120. Nein, erst nicht damit, sondern wir haben hier diese 250. Wo kommen die 250 hin? Die kommen bei dem MRX plus C, kommen beim X hin. Beim X. So, was heißt das also? Haben wir X 0,4, wie geht es weiter? 0,4 mal 120. Mal? Mal 250. Plus 120. So, was gibt das jetzt? 220. Jo, das ist 100 plus 120. Und das ist 220. Gut, also das heißt, der Antwortsatz wäre, im April ist die Stromrechnung 220 Euro. Wichtig ist, dass im Antwortsatz die Einheit mit dabei steht. In der Rechnung muss die Einheit nicht stehen. So, jetzt haben wir im Mai 240 Euro bezahlt. Wie wirkt sich das jetzt auf die Gleichung aus? Man muss das jetzt andersrum machen, also mit dem Y. Ja, diktieren. Also 240 Euro sind gleich 0,4 mal x plus 120. Das kann man dann nach x auflösen, glaube ich. Ja, ja, nur nicht so schnell, weiter. Was mache ich hier? Das minus, also eigentlich mal. Was machen wir zuerst? Wie oft kann man das nach x sammeln? Und wie machen wir x sammeln mit? Mit minus 120. Genau, minus und plus. Zuerst plus und minus, dann mal und geteilt. Was okay. Ist dann? Da kommt dann raus, also man zieht es da ab und dann, dann auch, also kommt dann raus 120 Euro. 120 ohne Einheit bitte? Gleich 0,4 mal x. Mhm. Und dann kann man noch. Was machen wir jetzt?
Also es sind ja eigentlich, also 0,4x, kann man das dann irgendwie so. Was machen wir jetzt? Das x erst, machen. Also, ja, wie machen wir das? Aber ich weiß nicht, welche Zahl, weil das ist x. Das brauchen wir auch nicht wissen. Was machen wir, wenn da 4x stünde, dann würden wir was machen? Geteilt durch. Ja, und wenn da 0,4 steht, durch was teilen wir dann? Durch 0,4. Ah ja, also dann machen wir doch geteilt durch 0,4, das ist doch egal. Also das heißt, dann haben wir hier 120 durch 0,4. Und das kann man zur Not mit dem Taschenrechner rechnen. Und das gibt 400, das 300. Das gibt 300, das berichte ich einfach. So, Antwortsatz. Also man verbraucht 300 Euro. Im Mai, nein, im Mai wurden 300 Kilowattstunden verbraucht. B. Eine Kerze mit einer Länge von 18 cm wird angezündet. Dabei brennt sie stündlich um ca. 0,9 cm ab. I. Welche Länge hat die Kerze nach genau 8 Stunden? II. Wann hat die Kerze noch eine Länge von 30,5 cm? II. Nach wie vielen Sekundenstunden ist die Kerze vollständig abgebrannt? B. Eine Kerze mit einer Länge von 18 cm wird angezündet. Dabei brennt sie stündlich um ca. 0,9 cm ab. Erstens. Welche Länge hat die Kerze nach genau 8 Stunden? Zweitens. Wann hat die Kerze noch eine Länge von 30,5 cm? Drittens, nach wie vielen Stunden ist die Kerze vollständig abgebrannt? So, und jetzt wollte ich wissen, wie heißt die lineare Funktion zu dieser Aufgabe? Aber man kann es ja eigentlich auch mit einer Multiple-Normalrechnung machen. Ich möchte bitte die lineare Funktion dazu haben, dass es ganz einfacher geht, ist nichts Thema. Wie heißt die lineare Funktion? Also, da gibt es kein Pluszahl, glaube ich. Doch, da gibt es ein Plus. Also 18 cm. 18 cm. So, also steht hier ein Plus 18. So, und was ist die Steigung? Die Steigung ist 0,9 cm. Also pro Stunde, ja. Also die Einheiten lasse ich immer weg. 0,9x. So sieht so die Funktion aus. Ja, das stimmt nicht. Dann würde nämlich die Kerze mit wachsendem x immer... Immer länger werden, ja, und das stimmt aber nicht, die wird ja immer kürzer. Was müssen wir denn machen, damit die immer kürzer wird? So ist es, ganz genau richtig. Ja, das heißt, hier ist dann dieses Minuszeichen. So, und jetzt möchte ich wissen, was ist das x und was ist das y? X in, welche Einheit hat das? Y in, das steht auch so ein bisschen da. Also, welche Einheit hat das y? Und y welche hat das? Stunden. Nee. Also 8. Nee, deswegen steht hier ein Plus 18, weil das Y eben keine Stunden ist. Wenn irgendwas die Stunden ist, die Stunde, Zeit ist immer, habe ich ja auch gesagt. Also in welcher Dimension ist X gegeben? In der Stunde. Jo. Und das Y ist in? Das ist dann in den Zentimeter. So ist es. In Zentimeter, das ist quasi die Restlänge. Gut, so, das ist unsere lineare Funktion. Jetzt ist die erste Frage, wie lang ist die Kerze nach 8 Stunden? Wie rechne ich das? Also man setzt, also die Zeit ist ja, die Rest, also die ist ja jetzt x, dann schätzen wir einfach statt x die 8 ein. So ist es. Dann kommt daraus 0,9 mal 8 plus 18. Ja, was kommt daraus? 0,9 mal 8 oder ist 7,2. Plus 18, also kommt daraus 10,8. Was ist der Antwortsatz hier bei der 1? Also Antwort. Na, jetzt haben wir die 10,8, brauchen wir noch einen Antwortsatz. Die Länge nach 8 Stunden beträgt 10,8 cm. Genau, nach 8 Stunden. Und ich schreibe das verkürzt, 10,8 cm. Genau. So, das war die 1, jetzt kommt die 2. Wann ist die Kerze 13,5 cm lang? Also das kann man dann wieder so rechnen. Und hier? Und weil das ja die Restlänge ist dann y, also dann macht man 13,5. Jawohl, sehr gut. Minus 0,9 mal x plus 18 und das kann man dann wieder auflösen. Und das tun wir jetzt. Wie lösen wir das auf? Also minus 18. Mhm. Man kommt dann daraus minus 0,5.
4,5, also minus 0, minus 4,5. Jawohl. Es ist gleich minus 0,9x. Sehr gut. Macht man geteilt durch minus 0,9. Sehr gut. Und dritte kurz. Dann kommt da minus 4,5 durch 0,9 raus und das ist 5. Oh. Antwortsatz? Nach 5 Stunden ist es so weit runtergebracht. Jawohl. Nach 5 Stunden und so weiter. Ist das 13,5 cm. So, jetzt ist die Frage 3. Wann ist die Kerze komplett abgebrannt? Wann ist sie weg? Danach wird sie auch nicht mehr kleiner. Ne? Mhm. So, wie mache ich das? Also y ist gleich minus 0,9 mal. Ja, das steht ja schon hier. So. Also da würde ich eigentlich das y wieder mit. Also man will ja, dass die Restlänge rausfinden. Also wie lang ist denn die Restlänge, wenn sie abgebrannt ist? Null. Also ist hier y gleich? Null. So, was muss ich also rechnen? 0 ist gleich 0,9 mal x. Minus 0,9 mal x. Stimmt. Jawohl, also, was mache ich jetzt? Und jetzt kann man es wieder auflösen nach x, also wieder minus 18. Dann kommt raus, minus 18 ist gleich minus 0,9x. Dann wieder geteilt durch 0,9. Also ich sehe geteilt durch minus 0,9. Dann kommt dann, warte kurz. Also minus und dann kommt 18, dann durch minus 0,9 ist dann 20. So, was ist der Antwortsatz? Der Antwortsatz ist, nach 20 Stunden ist die Kerze vollständig heruntergebaut. So ist es. Ist hier y gleich 13,5, hier ist y gleich 0. Also vollständig abgebaut. C. Ein Taxifahrer verlangt für einen gefahrenen Kilometer 80 Cent und eine Grundgebühr von 4 Euro. Herr Meier hat 10,40 Euro bezahlt. Wie weit ist er gefahren? C. Ein Taxifahrer verlangt für einen gefahrenen Kilometer 80 Cent und eine Grundgebühr von 4 Euro. Herr Meier hat 10,40 Euro bezahlt. Wie weit ist er gefahren? So, als erstes brauchen wir die lineare Funktion. Wie heißt die? Y, also das C ist dann, das, die Grundgebühr ist ja 4 Euro, also plus 4. Und das M ist 0,8 mal x. Und dann das, also das x, das ist die Stunde. Nein. Aber ich dachte, das ist immer die Stunden. Nein, wir haben ja keine Stunden. Wenn Stunden sind, was dann ist das x. Was haben wir denn hier dabei? Was haben wir denn in der Verlosung? Kilometer. Oder? Euro. So, einer ist Kilometer, der andere ist Euro. Und dann ist es immer der da, der ist immer das Y. Euro. Ja, der ist immer das Y. Und der, interessanterweise, der hier im Nenner steht, wenn es da einen gibt, x. ist immer X. Also X in? X ist Kilometer und Y ist C Euro. Jo, also X in. So, jetzt nächster Schritt. Herr Meier hat 10,40 Euro bezahlt. Ja, 10,40 Euro. Also Herr Meier hat 10,40 Euro bezahlt. Mhm. Ja, weiter? Genau. Und deswegen muss man da bei dem Y 10,40 Euro einsetzen. 10,40 Euro ist gleich 0,8 mal x plus 4. Dann wieder minus 4 rechnen, dann kommt dann da raus 6,4 gleich 0,8 mal x. Dann muss durch 0,8 teilen, dann kommt da. Okay. 6,4 durch 0,8. Was ist 6,4 durch 0,8? 6,4 durch 0,8. Das ist irgendeine Zahl. Ja. Aber das ist eine schöne Zahl. Das ist eine schöne Zahl, da kommt nämlich 8 raus. 8 gleich x. So, Antwortsatz? Also, er ist 8 Stunden gefahren. Nein. Dann ist er 8 Kilometer. Jawohl. Also nochmal, das hier, was oder auch was hier im Zähler steht, ist meistens y. Und das, was hier im Nenner steht, ist es x. X ist oft die Zeit. Wenn wir das nicht haben, dann ist es das, was so ein bisschen variabel ist. Also das, was man quasi, ich fahre irgendwo hin mit dem Taxi, dann sind das die Kilometer natürlich, das x. Und das y ist das, was ich frage hier in der Situation, eben die Euro.